Voraussicht. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden, Eigenschaften und geistigen Fähigkeiten. Voraussicht heißt, dass man etwas im Voraus sieht. Voraussicht heißt auch, dass man vorsichtig sein kann. Wenn man irgendwo etwas sieht und etwas für die Zukunft annimmt, dann kann das eine gute Voraussicht sein. Also in weiser Voraussicht kann man zum Beispiel planen, etwas besonders gut zu machen. Man kann in weiser Voraussicht, kann man überlegen, für einiges vorzusorgen. So manchmal ist Voraussicht ein guter Ratschlag. Weise Voraussicht spricht man. Zum Beispiel, angenommen, du weißt es, es könnten Gäste kommen, in weiser Voraussicht wirst du dann dafür sorgen, dass vielleicht gutes Essen schon da ist. Angenommen, du bist Yogalehrer und du weißt, ja, es könnte sein, dass dort heute Abend viele Menschen kommen, in weiser Voraussicht, legst du vielleicht schon mal die Matten gut aus, dass viele Menschen kommen können. So ist Voraussicht, so eine gewisse Fähigkeit in die Zukunft zu sehen, das muss nichts Parapsychologisches sein, manchmal ist es einfach gesunder Menschenverstand. Und manchmal ist es einfach gut zu überlegen, was könnte heute Abend passieren, was könnte morgen passieren. Zwar soll man als spiritueller Aspirant vor allem in der Gegenwart sein, aber manchmal ist es auch gut zu schauen, was passiert zukünftig. Und dann kann man seine weise Voraussicht walten lassen.